zurück zu Sparkle Pro. Wir sind bei der Version 4.5.3 angelangt, also die Version 2.8.1.2, das ist so die letzte Zweier-Version, die läuft eigentlich am stabilsten. Da hat man am wenigsten Probleme. Ich habe dann, wie gesagt, die ganzen Dreier-Versionen durchprobiert. Jetzt 4.2, 4.5.3. Also das geht, wie gesagt, noch nicht. Das war das Falsche. Das ist die Seite. Also jetzt geht's, wenn ich das Element jetzt ganz nach hinten schiebe, die Gruppe. Das ist die Gruppe. Schiebe ich die Gruppe ganz nach hinten. Dann gehen die ganzen Actions nicht. Also das ist sehr mühsam herauszuklamüsern, wie welche Ebene man das jetzt hier um eine Ebene höher schieben muss, damit es dann die Actions wieder funktionieren. Ne? Das war die zweite Spalte, um die Spalte geht es hier. Mal Reload. Genau, also darum geht's. Was ich gestern noch festgestellt habe, ich wollte einfach nur, man sieht schon, also wenn man eine Webseite mit vielen Seiten betreuen muss. Also ich bin froh, dass ich das nicht für Kunden machen muss, sondern für mich selber. Ich habe das jahrelang gemacht, Software getestet für Kunden und die Kunden dann, oh, warum ist das so teuer? Ich sage, ja, dauert halt, warum dauert das alles so lang? Jetzt wollte ich, hier habe ich dieses schwarze Eck, jetzt wollte ich hier die drei Elemente ausrichten. Ich muss die mal kurz selektieren, Moment. Ich schaffe das nicht mit einer Hand. So, jetzt habe ich hier diese Elemente 3, 4 selektiert, das große schwarze Quadrat und die 3, die möchte ich jetzt sozusagen, ich dachte eigentlich, dass dieses Icon jetzt dafür da ist, die Abstände richtig zu ordnen. Verstehe das nicht so ganz. Ich dachte, das ist dafür da, dass die richtig schön ausgerichtet werden, die Elemente. Das ist es auch nicht. Ich meine, das ist alles zentrieren. Okay, das ist es aber auch nicht. Das will ich möchte einfach nur, dass die drei Elemente vertikal im Spacing ausgerichtet werden. Ne? Also das geht auch nicht, wie man sieht.
Das geht nicht. Was ging noch nicht? Genau, also wenn ich jetzt hier dieses Objekt mal kopiere, da ist hier eine Animate While Scrolling Funktion. Ich kopiere das jetzt einfach mal. Setze es mal hier rein. Mal sehen, ob das jetzt was, ob das funktioniert. Ne, komisch, das ist ein kopiertes Element. Das bleibt stehen und das scrollt nur, ne? Kann ich euch auch nicht sagen, wir sind auch noch nicht fertig. Also das gesamte. Da ist kein, sind keine Scroll-Effekte drauf auf den einzelnen Elementen. Ist anstrengend, der Beruf. Ist nur an der gesamten Gruppe. Ist da ein Scroll-Effekt drauf? Man kann auch mal den Scroll-Effekt, ich weiß nicht, ob das irgendwie was ändert. Und jetzt machen wir den. Also irgendwas stimmt da nicht mit ihrer Software. Also die sind noch nicht fertig. Wie gesagt, ich habe 2.8.1.2 ist die Version. Die ist reliable. Ich nehme die Version immer noch her, damit ich hier in Direct Mail meine Newsletter erstellen kann. Damit ich da meine Newsletter rausschicken kann, damit mich die ausländische SEO-Gesellschaft wieder zuschütten kann mit E-Mails. Jetzt SEO einkaufen. Ihre Webseite ist so schrottig. Ihre Google-Rankings sind so schlecht. Jetzt bitte hier Marketing Geld reinschmeißen. Also das wird richtig dargestellt. Ich habe das gestern mal getestet, indem ich das ist ein eigenes Website-Projekt. Das betreue ich noch mit 2.8.1.2. Das Sichern dauert manchmal sehr, sehr lange. Jetzt ging es schnell, also manchmal steht dieser Color Spinball, der steht da minutenlang. Um das Projekt zu sichern, das Website-Projekt. Ich weiß nicht, also gesichert habe ich schon, ich möchte einfach bloß das Fenster schließen. Ich weiß nicht, was die Software da macht. Ich bin gesichert, habe ich es doch schon. Das Website-Projekt habe doch schon safe. Ich will einfach das Fenster schließen. Es dauert. Sparkle not responding.
das dauert ewig. Um ein Fenster zu schließen, also ich. Fragt sich, was macht die Software eigentlich den ganzen Tag? Seit Jahren muss man diesen Software-Krempel durchtesten. Was macht denn das Programm den ganzen Tag? Also für dieses Projekt, um meine Newsletter rauszuschicken, betreue ich das immer noch mit der alten Version und merke immer wieder, boah, die alte Version, das läuft irgendwie stabil. Da kriegt man keine Intel-Heißlüfter-Fans, wenn man da Local Horst Seehofer Preview macht zum Internet 1984. Ich finde das Konzept immer noch toll, weil ich bin froh, dass ich so eine Blog-Webseite für mich gemacht habe. Damit ich selber mal weiß, in welchem Jahr hast du denn was alles gemacht und geschafft. Also es war schon so ein Hinweis für Webseitenbesucher. Ah ja, in dem Jahr hat er sehr viele Softwareprobleme gehabt und dem anderen Jahr hat er weniger Softwareprobleme gehabt. Also das ist sozusagen die Webseite, die man dann in Direct Mail importieren kann. Das wird dann auch alles richtig dargestellt, wenn ich es mit der Version 4.5.3 gestalten würde, dann sieht halt dann in Direct Mail sieht halt das richtig gut. Also da kommt immer noch Your Domain is parked, ne? Also wenn ich jetzt das update sozusagen von Version 2.8.2 auf Version 4.5.3 mein Webseitenprojekt update, dann muss ich meine Site-Settings neu eintragen. Your domain is parked, whatever. Aber das sieht halt dann so aus, ne? Also nach dem Import in Direct Mail ist die Webseite total zerstückelt, kaputt, ne? Also gut. Ist halt dann Software kaputt, ist ja Weltmeister-Spezialität, Softwareentwicklung, eine Version später und es ist wieder kaputt. Deswegen bleibe ich bei der Version 2.8.1.2, die ich immer natürlich dann wieder durchteste im Vergleich zur Version 4.5.3 und eigentlich merke, Mensch, die läuft von allen Versionen immer noch am stabilsten, ne? Jetzt müsste ich das Apple-Logo wieder falsch rumsetzen. Also ich finde die Blog-Webseite immer noch gut. Die ist hier, wie gesagt, die kann man abrufen bei mir auf der Webseite. Das ist die Brainstorm. Der ist immer noch gut, ne? Also jedes Mal, wenn ich da irgendwas veröffentliche, wo irgendwie ein Euro- oder ein Dollarpreis daneben steht. Die schütten mich zu, die deutschen Jobcenters und Finanzämter und Betreuer. Die schütten mich wieder zu mit Formularen. Ich frage mich jetzt mal, was wollt ihr eigentlich von mir? Die denken alle, ich bin schon Elon Musk irgendwie und kann fleißig Abgaben einholen. Also für mich ist die Webseite wichtig, weil ich, wie gesagt, dann
jedes Jahr so weiß, was hast du denn so alles geschafft in dem Jahr? Und man sieht auch, wo man dann sehr viel mit anderen persönlichen oder nicht persönlichen, amtlichen Geschichten beschäftigt war oder politischen. Aber das ist für mich immer noch eine gute Webseite, eine Blogseite, um zu wissen, was habe ich in welchem Jahr, was habe ich so alles geschafft als Künstler, ne? Neben natürlich der ganzen Software-Austesterei, also wie gesagt, das läuft alles noch mit 2812 Sparkle Pro. Die läuft, wie gesagt, am stabilsten von allen Versionen. Die Dreier-Version war Katastrophe. Die 4.2 war okay und jetzt sind wir bei 4.5.3. Und ich muss sagen, die Fehler habe ich jetzt gerade aufgedeckt, die alle noch nicht funktionieren. Also die sind noch nicht durch, ne? Also es dauert als Softwareentwicklung, ich weiß nicht, 2018 habe ich angefangen mit Sparkle Pro. Davor war es eine Adobe Muse Geschichte. Das wurde dann eingestampft, das Adobe Muse. Das musste man sich dann eine andere Lösung finden, damit man noch freie Gestaltung machen darf. Ich weiß, ihr mögt das Wort nicht in Politik, soll alles vereinheitlicht werden. Standardbaukästen, Bild reindrängen, Headline ändern. Aber ich möchte meine Headlines und meine Bilder schon so setzen, wie ich mir das vorstelle und nicht, wie sich das jemand anders in Entwicklung vorstellt. Also freie Gestaltung, also so viel muss schon noch sein. Wenn das auch noch zu Bruch geht, dann können wir das Wort frei und nachhaltig sowieso in die Tonne treten. Aber das ist soweit dazu, ne? Also das sind jetzt noch, wie gesagt, da einige Bugs. Oh, da muss man immer aufpassen, wenn man jetzt einfach nur die andere Version launcht. Am besten hier gleich schließen, sonst gibt es echt Probleme. Jetzt hat man dann zwei Projekte gleichzeitig offen und man saved es dann und dann siehst du, wenn man da jetzt irgendwas falsch macht, ist die alte Version kaputt. Müsst ihr aufpassen, wenn ihr mit zwei unterschiedlichen Versionen arbeitet, um eure Projekte zu betreuen. Das funktioniert auch nicht so gut. Also wenn ihr das, ein altes Webseite-Projekt in einer neueren Sparkle Pro-Version öffnet und einmal nur Save klickt, dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Da müsst ihr auf euer Time-Capsule-Backup von gestern und müsst euch das wieder rüberholen. Ja, es geht noch. So, das soweit zum Thema Sparkle Pro.